Ganz tevreden, heb ik nog een paar zaken geënderd aan het motorrad, want ja, die kar lief, wie zal. Toen ik 10 weer Nederlands kampioen werd in de 60cc. En toen tron hij naar de Special. De motor zonder rem. Nou ja, 124cc. Twee keer Nederlands kampioen werden. Toen tron hij de 400. Direct bij de Nationaal, het eerste hier Nederlands kampioen. En toen tron hij de senioren. En, ik wie mij 16 ik me kwalificeerd voor het WK langbaancyclus en mijn eerste EK finale rin en nou ja, 10 jaar later ben je Europees kampioen. Ja. Ja. Dat is mijn begon. Hij was 5 toen reed zijn eerste KNV wedstrijd en hij is nu 26. Dus hij reed al 21 hier. Relativ unbedrängt wählen und diesen Vorteil im Rennen umsetzen. Den besten Start erwischt Stefan Katt, The Catman, wie er von seinen Fans gerne genannt wird. Yannick de Jong, eingeklemmt, schlecht weggekommen, nur Vierter. Die 500 Kubikzentimeter Maschinen leisten gut 75 PS, wiegen knapp 80 Kilogramm und beschleunigen unter 3 Sekunden auf 100 Stunden. Enrico Janosch stand immer noch in Führung, aber de Jong, der fliegende Holländer, hat sich schon auf Position 2 vorgefahren und geht auch an Janoschka vorbei. Eindrucksvolle Vorstellung vom Mann mit der Startnummer 11. Yannick de Jong gewinnt hier auch seinen zweiten Vorlauf auf dem Leineweberring. Mehr als 5000 Grasbahnfans zufrieden, applaudieren, darunter gut 500 Nieder. Das Finale in der Grasbahn-Europameisterschaft jetzt mit Andreas Ahn. Stefan Katt, der Titelverteidiger, insgesamt dreimal schon Europameister in den vergangenen 7 Jahren. Dazu mit Jörg Tebbe und Richard Speiser, zwei weitere Deutsche, sowie Yannick de Jong, ganz außen startend, und Dirk Fabrik, zwei Holländer. Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. Das komplette Feld, gut gestartet. Am besten aber ist de Jong weggekommen. Den Holländer setzt sich an die Spitze. Yannick de Jong ist vorne. Und
Nur einmal in seinen 4 Vorläufen ist De Jong geschlagen worden. Der Titel heute führt wohl nur über ihn. Aber die Lücke auf De Jong schon gewaltig. Die letzte Runde in diesem Finale. Yannick De Jong auf dem Weg zu seinem ersten EM-Titel. Dahinter Fabrik und Kat. Wer wird Zweiter? De Jong gewinnt, Fabrik Zweiter und Richard Speiser wird Dritter. Europameister Yannick De Jong, herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt sich das an, Europameister im Glasfaser? Ja, das ist etwas, wo ich ganz lange hart für gearbeitet habe. Und ja, wirklich, ich habe keine Worte hiervor. Es ist einfach fantastisch. Ja.